Hallo, liebe Jungfrau oder lieber Jungfrau. Bevor ich die Kaffeetasse öffne, ja, wollte ich noch sagen, ich habe die erste Märzwoche täglich in den Kaffeesatz gelesen, also den Kaffeesatz gelesen. Die kommende Woche wird ein bisschen schwierig, da habe ich halt auch selber Verpflichtungen, ja. Deswegen werde ich jetzt wieder mit wöchentlich weitermachen, liebe Jungfrau, ja. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. So, was mein Schicksal ist, so soll es dich im Kaffeesatz widerspiegeln. Also, liebe Jungfrau, so ein paar Stunden zu zweit mit den Liebsten, ja, oder auch mit mehreren kann dir sehr gelegen kommen, ja. Also, das Zusammensein mit den lieben Menschen steigert dein Wohlbefinden, ja. Das brauchst du auch, ne? Auch wenn du halt, ja, soll ich es formulieren? Auch wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht so besonders aktiv bist, ja, wenn man sagen würde, ja, hier hast du dich jetzt überarbeitet oder so oder wie oder was, ne? Trotzdem, liebe Jungfrau, ja, du musst dir wirklich auch dein Wohlbefinden um dein Wohlbefinden sorgen, ja. Es kann sein, dass du merkst, ja, liebe Jungfrau, dass dein Einfluss, also Dinge zu bewegen oder zu ändern, auch Grenzen hat, ja. Also du kommst nicht an alles ran, ja. Du kriegst auch nicht jeden überzeugt, ne. Lass nicht den Kopf hängen. Das gehört halt zum Leben dazu, ne. Ob du es willst oder nicht, ja. Ich als Steinbock muss das ja auch akzeptieren, ne. Dass das Leben nicht in unserer Hand ist, ja. Also, da würde ich so ein bisschen mehr so, nicht zu viel von mir erwarten, ja. Also, neue Bekanntschaften und interessante Erkenntnisse stehen sehr offen für diese Woche, ne. Kann auch mit den Altvertrauten wieder zusammenkommen, ne. Also, ein bisschen so ungewohnte Situation können dich leicht überfordern, liebe Jungfrau, ja. Ich würde dir da empfehlen, was auch im Kaffeesatz abzulesen ist, an die Sachen so langsam ranzugehen, ja. Das war's dann auch, liebe Jungfrau. Bis zum nächsten Mal.